Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, willkommen wieder hier zurück zu einer Runde im Krieg. Ich fahre gerade noch nicht los, weil ich gerade noch getrunken habe. Und gerade versuche die Flasche zuzumachen. Ich fahre jetzt einfach mal los. Scheißegal. Wir sind heute mit einem ganz anderen Panzer unterwegs. Mit dem waren wir noch niemals unterwegs gewesen. Und zwar ist es ein Tscheche. ST, schlag mich tot, STVM 21. STM, genau, STM. Da ging zu weit. Gut, okay, schön zu wissen. Ja, mit den Tschechen waren wir ja auch noch nie unterwegs gewesen. Das ist ja unser erster Versuch mit den Tscheche. Keine Ahnung, ob das gut gehen wird oder schlecht gehen wird. Die Erfahrung habe ich noch nicht mit dem. Also Wendigkeit, glaube ich, mal relativ gut. Es ist ein kleiner, er wird vielleicht nicht so gut geschützt sein, der Panzer. Kann ich mir relativ vorstellen. Aber wir testen ja alles mal aus. So. Auf die Burg kann man ja auch hoch, da stehen öfters auch welche, die ein bisschen schützen. Haben wir hier noch mehr von denen? Ja, einen anderen. Er scheint wohl nicht ganz so beliebt zu sein, der Panzer hier. Ah, schade. Hätte sein können, dass ich mal was treffe. So, wollen wir mal, wir fahren den jetzt einfach mal hinterher. Da vorne ist noch was. Der nimmt sehr viel Schaden auf. Hätte ich doch eine andere Munition noch einpacken müssen. Ja, kritischer Treffer, schönen Dank. Bringen wir nur nicht, wenn sie nicht bewegungsunfähig sind. Da ist einer tot. Einen anderen kriegen wir, glaube ich, auch nochmal. Der ist auch schon weg, das ist auch sehr gut. So. Ich würde mal sagen, das sieht sehr, sehr gut aus für die Runde, auch wenn ich eigentlich nichts geschafft habe. Aber es ist auch schön, wenn wir nichts mal schaffen. Oder hinten. Jo, Junge, stell dich in den Weg. Das sind die drei letzten Panzer. Wir werden uns einfach mal hier dahinter verstecken. Mit der Hoffnung. Okay, verstecken geht natürlich nicht so. Schade. Es geht noch nie so viel kaputt, wie ich eigentlich gehofft habe oder gedacht habe. So, 11 Sekunden, noch 10. Da kommt einer. Aber da wird, glaube ich... Also, wir haben gewonnen. Ich habe noch diese... Nice. Jo, stell dich in den Weg. Achso, wir haben gewonnen. Da stellt er sich noch im Weg, weil ich hätte schießen können. Oh. Naja, jedenfalls ein paar Punkte. So, mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich die letzte Runde beenden wollte, aber dann doch noch weitermache. Wir sind jetzt hier mit dem deutschen Panzer nochmal unterwegs. Wir sind hier mit dem GPZ MK6. Wo ich merke, ein sehr massives Ding, also von oben sehr, sehr leicht Schaden zu nehmen. Und auch so, man hat keine Bewegung, was die Kanone angeht. Und so dreht er sich auch sehr, sehr schnell. Also nicht ganz so meine Waffe, die ich... Oder meine Waffen. Mein Panzer, den ich gerne hätte.
Alles klar. Ja, genau. Da rammt er mich. Er rammt mich. Das ist immer gleich tot. Gut, Leute, da beenden wir so die Folge. Da haben wir jetzt auch mal was getestet. Und, scheiße. Ich würde mal sagen, wenn ich der ganze Part trotzdem mal gefallen hat. Trotz dieser, ich sage jetzt mal, das waren ja noch nicht mal eine Minute Spielzeit, glaube ich. In der zweiten Runde. Es war mal ein Test, sagen wir es mal so. War schon lustig. Aber wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt dann auch wenn ich einen Daumen nach unten, schreibt einen Kommentar, wenn ihr davon sehen wollt oder auch nicht, dann bis zum nächsten Mal. Ich sage euch, ciao, ciao.